So, die Bergeaktion ist beendet. Ich bin wieder auf der Landstraße und kann wieder weiterfahren. Das war eine schöne Geschichte, aus der nicht nur ich, sondern auch jeder andere unter Umständen lernen kann. Übrigens hier ist es spiegelglatt, pures Eis unter dem Schnee. Ja, und da war auch eine Spur, die war aber offensichtlich von einem Unimog und der Schnee sah ganz frisch aus und die Spur war auch schon wieder zugeschneit und ich dachte mir, naja, fährst du das Fahrwerk hoch, fährst du da rein, das sieht klasse aus, kann man vielleicht noch mal ein paar schöne Bilder zusätzlich machen, so am letzten Tag, und habe aber nicht daran gedacht, dass natürlich in den letzten Tagen es nicht ganz so eiskalt war, der Schneepflug einen richtig schönen festen Wall aufgeschaufelt hat und in der letzten Nacht hatten wir so knapp minus 25, minus 26 Grad hier. Das Ding war wie Beton, es war bombenfest und durch den schönen Unterfahrschutz hat sich natürlich das Auto schön draufgeschoben, hing irgendwann voll in der Luft, ist dann noch nach rechts hinten in den Graben abgerutscht, der Graben war zugeweht. Ich habe geahnt, da ist ein Graben, aber ich habe ihn nicht gesehen. Und als dann das Auto völlig schief drin stand, ging natürlich gar nichts mehr. Also ging nur noch eines mit der Binde raus. Ja, was lernt man daraus? Ah, bevor man irgendwo reinfährt, macht man mal die Augen auf, steigt vielleicht aus. Man ist nicht immer zu faul und guckt erstmal, wie sieht es da aus. Und B, wenn man auf einer Straße ist, die geräumt ist und hat ein klares Ziel, wo man hin will, muss man nicht in jeden Waldweg reinfahren, der einfach obergeil aussieht. Also ich habe daraus gelernt. War nicht schlimm, war nicht tragisch, weil wir haben draußen jetzt so circa jetzt mal minus 18 Grad noch, vorhin waren so circa minus 20, die ich gemessen hatte. Das ist grundsätzlich in Ordnung, die Sonne scheint, es ist schönes Wetter, es ist hell, aber wenn einem das in einer abgelegenen Gegend bei minus 25, minus 30 Grad passiert und es schneit noch und stürmt noch und ist auch noch dunkel, wollte ich nicht unbedingt haben. Also, bis dann. Und so wie ihr seht, habe ich eine obergeile Fahrt hier. Es ist einfach traumhaft hier in Mittelschweden. Ist es eigentlich.